Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zu einem neuen Gameplay. Ich zeige euch heute Mr. Hackjack, Robot Detective. Und wie man am Titel schon erahnen kann, wir sind ein Roboter-Detektiv und müssen ein paar Verbrechen aufklären. Ich bin gespannt, wie das Game ist. Ich habe echt noch nicht reingeguckt. Das ist wirklich meine erste Session hier. Und ja, wie wir sehen, wir können hier verschiedene Sprachen auswählen. Und ich weiß nicht, ob es Sprachausgabe ist oder nur Text, den wir gleich sehen. Und das Spiel erscheint am 11. Mai. Also für mich morgen und ja, schön, dass ich hier vorab das Spiel testen darf. Danke an die Entwickler, dass mir den Key zur Verfügung gestellt haben. Wir wählen mal Deutsch aus, wird einfacher für mich und für euch wahrscheinlich auch. Also los geht's. Wow. Jack, Hackjack. Wenn das nicht Norwills billigster Detektiv ist. Ey, mach nicht so blöde Scherze mit mir. Sonst geb ich dir. Hm, was? Ja, ich geb dir gleich. Das Hauptquartier hat dich zurückgeholt, damit du uns hilfst. Ja, war doch klar, dass ihr meine Hilfe braucht, oder? Ohne mich geht nichts. Super. Wäre cool, wenn man auch wirklich antworten könnte. Also gut, reden wir Klartext. Du weißt ja gut, dass sich die Kriminalität in Norwell steigt. Habe ich gehört. Und die Polizei hat zu wenig Personal. Ich habe nur ein Team von Frischlingen, frisch aus der Fabrik. Wir brauchen jeden einzelnen Mann und ein zusätzlicher Mann kann nicht schaden. Willst du deiner alten Truppe wieder helfen, Jack? Das war übrigens keine Frage. Ja, ich kann doch nicht mal antworten. Ich schicke dir eine Verbrechenskugel ins Büro. Hört sich gut an. Ich warte auf die Verbrechenskugel. Und jetzt guck, dass du Land gewinnst. Sehen da auf jeden Fall cool gemacht aus. Okay, wie können wir uns jetzt hier bewegen oder nur? Bot Police Force, Management and Design, Andrea Di Stefano. Okay. Hier kommen wir während des Spiels immer wieder. Oh, wir werden beobachtet. Während des Spiels immer wieder wechseln. Das ist auch cool. Neue Mission. Ja, wir nehmen die neue Mission an. Da kommt die Kugel schon. Und was sehen wir hier? Weiß ich nicht, irgendein Lokaltanz? Sicher ein Boxring oder was ist das? Lass uns mal überraschen. The Barwire. Jack in der berüchtigten Mafia-Kneipe Barwire gab eine Schießerei. Es gibt offenbar zwei Opfer. Am Tatort wartet ein D-Pad auf dich. Hol es ab und dann komm zum Eingang. Ich warte da. Ziel, hole dein D-Pad aus der Polizeikiste, identifiziere das erste Opfer, zweite, untersuche das Motiv, decke die Identität des Verdächtigen auf. Ja, spielen wir mal. Okay, scheinbar gibt's nur Teleport. Stick nach links oder rechts drehst. Ah, okay. Snap-Turn halt. Ist das unsere Ausrüstung? The Barwire. Dein D-Pad gibt dir einen Überblick über den Fall. Deine Hololupe ist daran angeschlossen. Nimm sie mit dem rechten Trigger in die Hand. Ist das die Hololupe? Okay. Die Antenne oben. Okay, was wir damit sehen, müssen wir mal schauen.
Nimm sie mit dem rechten Trigger in die Hand, scanne den Boden vor dir mit der Hohlenlupe nach Hinweisen. Ha! Da ist ein Hinweis! Gut, jetzt such nach zwei weiteren Hinweisen in deiner Nähe. In meiner Nähe. Mit dem Schalter am unteren Rand des E-Pads kannst du einige Einstellungen anpassen und in dein Büro zurückkehren. Ha, da haben wir noch was. Schauen wir mal, Musikeffekte, Musik kann man einstellen. Okay, Level beenden. Möchte ich aber nicht machen. Das haben wir noch nicht aufgeklärt hier. Okay. Kann man das auch wegpacken? Nein, scheinbar nicht. Ziele mit deiner rechten Hand auf das Türschloss. Freischalten. Ich muss ein bisschen hacken. Okay, hier ist die Kneipe. Wir prüfen erst einmal, ob du die Gedächtnissynchronisation noch so gut beherrschst wie früher. Synchronisiere dieses Gedächtnis. Ich mach die Musik mal ein bisschen leiser, weil die brutal laut ist. Synchronisiere das Gedächtnis. Okay, war jetzt nicht schwer. Zeuge, Mr. Robert Copper, unschuldiger Zeuge, ist unbeschadet geflohen. Also gut, du das weiter. Sieh dir den Tatort an und rede mit meinem Team. Okay, schauen wir mal weiter. Zeuge Mr. Hammerplex hat zum Zeichen seine Standardroutine ausgeführt, ist unbeschadet entkommen. Was hast du für mich? Ich sehe, du hast da eine Hololupe. Mein Kollege Jerry hat unsere verloren. Du kannst uns helfen, hier nach Hinweisen zu suchen. Da haben wir doch was. Verdächtige Flüssigkeit. Wow. Ach, da hinten ist auch noch was. Hier ist überall verdächtige Flüssigkeit. Ich hoffe, das ist nicht das, was ich denke. Weil wer weiß, was in so einer Mafia-Kneipe abgeht. Okay. Howdy, wie sehr, sehr, ja, verstanden. Der uns zu sagen hat, ich bin Jerry, freut mich, willst du meine Hololupe sehen? Oh, ich habe meine etwa verloren. Ja. Du Dummbart. Was ist das denn hier für einer? Checken wir mal. VIP-Lounge. Okay. Okay, hier ist nichts mehr. Checken wir mal, was der uns zu sagen hat. Alter, meine Sensoren spielen verrückt. Die Wand hinter mir verbirgt irgendwas. Da bin ich mir sicher. Ja, ich auch. Und das werden wir jetzt auch mal checken. Wir sehen hier diese Leitung. Wir gehen jetzt mal hinter die Bar. Jetzt brauchen wir irgendeinen Code, wahrscheinlich. Ah. Jetzt müssen wir hier spielen, oder was? Bam, bam. Hoffentlich wird es nicht so kompliziert, ey. Dann, dann, dann. Ha! Zum Glück
Glück war es nicht so kompliziert. Aber wir checken hier auch nochmal, ob wir irgendwas hier entdecken. Mit unserer Hololupe. Da ist nichts. Hat er was Neues? Ha, gehen wir jetzt mal hier hoch und gucken mal, was hier abgeht. Da ist irgendein Schalter noch. Hier ist nichts mehr. Checken wir mal den Schalter hier hinten. Ah, da war so ein Schutzgitter, dass da keiner hin kann. Das haben wir jetzt aufgehoben. Natürlich auch cool, wenn sie es nicht mit Sprachausgabe machen. Da kann man alles in Textform machen. Natürlich wäre cool, wenn die trotzdem, ja, wenigstens englische Sprachausgabe hätten. Wäre natürlich cool. Ich habe die Position des Verdächtigen ermittelt. Hier. Verdächtiger Mr. Bit Sputnik. Er hat am Tatort eine Waffe abgefeuert. Ja, sieht auch aus, dass er wirklich gefeuert hat. Kann man das näher untersuchen, das Ding hier? Nee. Okay, wir haben einen Verdächtigen ermittelt. Was ist das hier? Ah, die brauchen wir. Cool, man kann die sogar aufsetzen. Aber die verdeckt mir zu sehr, zu viel. Ja. Du bist nämlich kein Police Officer. Der hat einfach ohne Zögern rumgeballert. Den schnappen wir uns. Ja, machen wir gleich. Wir checken erst nochmal was hier ab. Eine Diskette. Die haben wir noch von früher, nur nicht in dieser Größe. Okay, hier ist nichts mehr zu sehen. Da liegt ein Messer. Nervt das Ding. Ja, Messer wird nicht erkannt. Ist auch okay. Wer bist du? Noch so ein Polizist. Möchte gern Polizist. Ich untersuche gerade den Tatort nach möglichen Verbindungen zwischen dem Opfer und dem Verdächtigen. Hast du gut gemacht. Bring mir bitte diese gegen Glas des Opfers Liebesdiskette. Liebesdiskette können wir auch bringen. Ja, nimm sie auch. Hat er sie jetzt? Ja. Noch eine und ein Glas des Opfers. Glas des Opfers würde ich fast sagen, ist das hier, oder? So, noch eine Diskette, die hatten wir doch gerade da. Ja, Snacks dir. Jetzt raus mit den Infos. Motiv? Streit unter Liebenden. Der Verdächtige und eines der Opfer hatten offenbar eine Liebesbeziehung. Zumindest anfänglich. Der Verdächtige wurde aber schnöde fallen gelassen, als der Tanzbot entschied, mit Don Corleone
zu interagieren, einen berüchtigten Mafioso. Oh je, das war das Ende. Sind da sonst noch Geheimtüren? Nein. Okay, dann versuchen wir mal unten noch mehr rauszufinden. Also Free Locomotion können die auch noch gerne anbieten. Verdächtige Flüssigkeit. Eine fehlt noch? Ah, kann doch nicht sein. Da müssen wir noch mal... Irgendwo wird doch bestimmt noch was Flüssigkeit rumliegen. Finden wir bestimmt gleich noch. Hier ist nichts mehr an diesem komischen Zeug. Ja, komm. Was hast du denn für uns? War er das Ziel oder war es nur ein Querschläger? Nein, es wird mit Sicherheit kein Querschläger gewesen sein von da oben. Passt ganz gut. Was hat er hier? Oh, hier können wir auch irgendwas... Haben wir eine Schüssel mit Muttern hier? Wie geil ist das denn? Die stören alle. Eine Zigarre. Kann man nicht nehmen, okay. Kann man... Au, au. So, jetzt. Dieses Opfer war nur ein Kollateralschaden. Zumindest ist er beim Trinken gestorben. Zeuge, Mr. Robbie Scrap hat sich mit einem der Opfer auf einen Drink getroffen, ist unbeschadet entkommen. Da haben wir auch die andere Flüssigkeit. Ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir noch mal kurz dann checken. Okay, haben wir das schon mal? Jetzt können wir da hinten hin. Oder was hast du? Okay. Schau mal, da ist auch noch ein Schuss eingegangen. Jump Oil. Jawoll. Ja, die hat's wohl zerrissen, würde ich mal sagen. Ein Energiefeld verhindert, dass wir doch... Ich hab's schon. Opfer, Hinweis. Knallen wir hier noch eine Analyse rein. Was wir da haben, mal zugriffen. Ich kann mir nur vorstellen, okay, das hat sie gesehen, bevor sie terminiert wurde. Was hat sie gesehen? Ah, okay. Mrs. Ann Walter, eine berühmte Botlesque-Tänzerin. Ihre perfekte Radius-Routine hat ihr einige Jahre lang einen hohen Bekanntheitsgrad beschert. Wegen ihrer integrierten Struktur konnte sie jedoch anders als portablere Kolleginnen nicht auf Tour gehen. Und ihr Rahmenmodell machte sie ungeeignet für einen Hardware-Upgrade. Ja, aber die konnte hier schön im Kreis drehen, ne? Dann schauen wir mal, was sie gesehen hat. Untermark 2, die GM der deutschen Fabrikanten. Das Gün ist eine erstklassige und hochpräzise Waffe. Ihre Tarnhülle aus Carbon beherbergt mehrere organische Elemente.
Der Verdächtige hat zielsuchende Munition verwendet, die darauf programmiert war, das Opfer zu treffen. Das hat ja eher nicht so gut geklappt. Achso, okay, der hat ja mehrmals reingeknallt. Aber wir haben, doch, wir haben 100%. Na klar, wir haben es ja geschafft. Kümmer dich doch mal um deinen Scheiß. Kontrollierst mich hier. Das finde ich echt cool. Habe ich gerade nicht wirklich so gesehen. Aber hier ist das ganze Team scheinbar verewigt. Müssen wir natürlich jetzt auch noch alle zeigen. Das wäre sonst unfair. Das ist mal eine andere Art von Spiel, finde ich. Echt nett gemacht. Also sind schon, ist halt schon ein bisschen größeres Team, wie man sieht. Mal go. Thanks. Ja, wir sind aber noch nicht fertig. Wir fordern noch eine Mission an. Schönen Verbrechensball. Seitengasse sieht so aus. Marlow Street. Das Team soll einen Verkehrsunfall untersuchen. Wie in dieser Gegend von Norville üblich, hat niemand etwas gesehen. Aber irgendwas stimmt da nicht, Jack. Der Verdächtige hat den Unfallort ohne erkennbares Motiv verlassen und das Auto wurde vor ein paar Tagen als gestohlen gemeldet. Geh dir die Sache ansehen. Dann kann man nicht mehr lesen. Untersuche das Unfallauto. Okay, falsch übersetzt. Überprüfe, ob verdächtige Anrufe getätigt wurden. Suche nach verborgenen Gegenständen. Finde einen Weg auf den Balkon in der Gasse. Also los. Also vom Look her gefällt es mir echt gut. Blöd finde ich, dass ich das hier nicht die ganze Zeit irgendwie einklappen kann und dass halt kein Free Locomotion existiert. Jetzt checken wir erstmal hier. Haben wir aber nichts. Müssen wir mal hier reinschauen. Mit der Lupe. Ne. Okay, da können wir nicht hin. Mann, ich werde ja total. Meine Schaltkreise werden total nass hier. Was hast du uns zu sagen? Das Team hält das Ganze für einen stinknormalen Unfall, aber irgendwas ist da faul. Sieh dir das Auto an, vielleicht ist ihnen irgendwas entgangen. Ja, meine Kollegen, die sind ja nicht wirklich gut. Okay. In der Mülltonne war nichts Schlimmes. Also mit Free Locomotion wäre es jetzt ein bisschen einfacher. Was ist das? Irgendwelche Bomben oder was? Ah, okay. Die leuchten auf jeden Fall auf, also irgendwas. Das sind, glaube ich, dann irgendwelche Interaktions Teile. Ja. Ach, sollen wahrscheinlich Zündkerzen sein. Weil eben auch die Sachen, die ich gebrauchen konnte, haben so geleuchtet unter der Lupe. Ich muss gucken, dass ich hier nicht gegen eine Wand oder so laufe. Was uns das jetzt nützt, weiß ich natürlich nicht. Premium Malted Öl. Ah, ist der Beste.
Okay, machen wir uns mal in den Kofferraum. Ja, ja. Ich mache jetzt erstmal den Kofferraum auf. Status, Status. Leichtteile im Kofferraum gefunden. Die CPU des Opfers kann wohl noch gehackt werden. Ja, machen wir das doch. Ich habe jetzt nicht gesehen, was geleuchtet hat. Und ich muss mich mal ein bisschen zum besser positionieren. Okay, fang noch mal an. Boah, das ist nichts für mich. Scheiße, ich wusste das. Scheiße. Boah, ich kann sowas nicht gut. Boah, ich hab's schon wieder vergessen. Ich bin so schlecht in sowas. Ich hab's. War schon eher nach meinem Geschmack. Wurde an einem anderen Ort gefoltert, durch einen Schuss hingerichtet und zerstückelt. Mr. Dom Corleon. Okay, den kennen wir ja, den Kerl. Also diese Fälle scheinen miteinander zusammenzuhängen. Don war ein berüchtigter Gangster, der mehrere Distrikte von Norville kontrollierte. Als Boss der Mafia-Familie Corleone war er Herr über hunderte von Bolzenmaschinen, Freudengaragen und Overclocking-Kaschemmen. Seinen Speicherchips zufolge hatte er eine Beziehung zu Miss Volta, der Tänzerin aus dem Bar Wire. Okay. Da ist auch noch irgendwas. Gehen wir mal da schauen. Also bisher auch keine großen Hinweise mit der Lupe. Hat er noch was Neues? Was für ein grausames Verbrechen. Da ist jemand Don Corleon mehr als nur ebenbürtig. Da stand ja irgendwas vom Balkon. Meinen die diese da? Oder den da oben? Ich vermute mal eher den da oben, ne? Nee. Ha. Haben wir den auch noch anziehen oder was? Nein. So, nochmal unsere Lupe. Kann man hier durchgucken? Nein. Ja, wer seid ihr? Okay, wieder Hinweise suchen. Fluchtfährte.
Zu sagen, wir checken alles mal. Danke noch einmal für deine Hilfe im Barwire. Das war beeindruckend. Der Verdächtige könnte von dieser Telefonzelle aus telefoniert haben. Habe ich nämlich nicht gesehen, okay? Nochmal. 2, 1, 5, 1, 3. 2, 1, 5, 1, 3. Tolle Rätsel. 6, 3, 4, 8. 6, 3, 4, 8, 1, 4. Jetzt können wir den Mörder wahrscheinlich lokalisieren. Sir, ich bin echt neidisch auf deine Hacking-Fähigkeiten. Mr. Bit Sputnik. Ja, der war ja eben auch schon am Start. Hat eine unbekannte Kontaktperson angerufen. Der Anruf wurde in den 8. Distrikt von Norville zurückverfolgt. Nuldin, super, was ist mit dem Typen los? Warum muss ich immer die Drecksarbeit machen? Dynamit, Kettensäge, Axt. Kettensäge hier. Hast du denn eine Kettensäge? Gehen wir näher ran. Dynamit! Hier, Jung! Axt! Da ist er, die Axt. Hier, zieh die dir noch rein. Versucht, Mordwaffen loszuwerden. Der Verdächtige war schwer bewaffnet. Ja, ist natürlich cool, direkt hier zur Mülltonne zu laufen. Zeuge, Straßenkatze. Eine Katze, eine äußerst verdächtige Katze. Okay, Katze, gucken wir gleich nochmal nach. Was haben wir jetzt hier um uns? Ob der Verdächtige wohl über diesen Weg geflohen ist, suchen Sie nach Hinweisen. 3 von 5 nur. Da ist die Katze. Da ist die Katze reingelaufen, okay. So, kommen wir da auf den Balkon. Ich drehe mich nochmal. Ja.
Darf auch die Katze die versuchen? Das ist jetzt für Anfänger. Äußerst beliebt bei interessierten Folterneulingen nur will, aber nicht unbedingt sehr filigran. Der Mangel an Präzision wird aber durch die Effektivität mehr als wettgemacht. Das bestätigt, dass das Verbrechen mit Vorsatz begangen wurde. Ach, und haben unsere Polizeibot-Freunde eigentlich daran gedacht, den Zeitzünder der Bombe zu deaktivieren? Nein, natürlich nicht. Das schon mal? Jetzt brauchen wir nur noch eine Fußspur vom Fluchtweg. So, da haben wir sie. Synchronisiere, ja, auch. Hä? Ich war doch gerade da. Jetzt komm. Fleet the scene by regraining Main Street. Fluchtweg, jetzt haben wir doch alles. Ja Leute, ich würde sagen, hier beenden wir auch die Folge. Das war Mr. Hackjack, Robert Detective. Und das wäre die nächste Mission. Wells Anwesen, der illustre Magnat und Philanthrop Abby Wells wurde heute terminiert in seinem Büro gefunden. Die Umstände sind unklar. Es gibt Anzeichen, dass jemand das Büro durchsucht hat, aber es scheint nichts zu fehlen. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, also ich mag das Spiel irgendwie echt cool, hat viel Witz bei der Sache. Also das sieht man immer an den ganzen Texten, die da geschrieben wurden. Und ja, ist echt mal ein anderes Spiel. Natürlich könnte es verbessert sein. Sprachausgabe wäre natürlich hier super. Und Free Locomotion natürlich, wäre natürlich auch sehr nett, wenn es funktionieren würde. Aber ansonsten echt nettes Game und kann man sich echt mal antun. Besonders lobenswert ist, wie viele Sprachen hier trotzdem unterstützt werden, auch wenn es nur wirklich ja, Texte sind und keine Sprachausgabe. Trotzdem lobenswert, hier kann echt jeder fast aus jedem Land zocken und das alles verstehen. Und das sollte man echt lobend erwähnen. Ja, ich sag mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich wie immer über ein Like freuen. Und ja, wie immer, überlegt mal, ob ihr meinen Kanal abonnieren wollt, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und im Zuge dessen könnt ihr auch direkt die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer über neue Videos informiert. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.